Vielleicht was zum Fresschen. Ich habe zwei Äpfel. Oh, I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Level Up. Und wir hatten einen Sonderfall, denn dieser Typ hier, dieser Behinderte, der war so behindert, ist in den Baum reingelaufen. Aber. Und wurde irgendwo nur zweimal gehittet und dann wurde die Welt ein bisschen resettet und dann haben einfach alles wieder nachgebaut. Wollten wir euch ersparen. Ich bin erst tot gewesen, also wir haben es gar nicht aufgenommen, ich habe es einfach mega witzig gelesen, hätte es aufgenommen, weil wir haben noch ein bisschen kurz, so noch am Schluss, nach der Aufnahme, haben noch kurz was geschaut und dann auf einmal habe ich noch nur einen Baum angepflanzt und auf einmal kann der Baum nicht, zack, zack und tot und die Welt war weg und dann haben wir halt wieder alles neu aufgebaut. Wir haben auch schon in den Barrels jetzt Wasser drin, es hat geregnet zum Glück, danke, also die Barrels sind sozusagen mit Wasser schon aufgefüllt, die dürfen auf jeden Fall nicht mehr mit Erde auffüllen und ja, jetzt sind wir wieder sozusagen beim vorherigen Part angekommen und ich hoffe, ihr seht mal den Tod auch in der Aufnahme. Das ist eigentlich so das Ziel, dass ihr seht mal, wie wir scheitern. Das finde ich auch ganz witzig und mal schauen. Also jetzt sind wir wieder zu dritt beisammen noch. Mal schauen. Ja, also, ja, wir haben jetzt eigentlich so wieder den Stand, den wir davor auch hatten und dann geht es jetzt wieder schön geschmeidig weiter. Außerdem haben wir jetzt ja auch noch hier so Barrels und so ein Sieb. Ich weiß gar nicht, haben wir das in der letzten Folge schon gezeigt? Den Sieb haben wir noch erstellt. Den Sieb haben wir sozusagen mit der Seide zusammen erstellt und Holz und dann haben wir jetzt ein Sieb und ihr könnt ja mal erklären, für was das Sieb gut ist. Zum Sieben. Ja, also wir... Ja, also mit dem Sieb, da kann man Blöcke durchsieben lassen. Ich zeige euch das hier gleich, wenn der Erdblock fertig ist. Und dann kommen hier so Stone-Dinger raus. Das seht ihr hier im Inventar. Dann hat man so kleine Steinstücke. Und wenn man davon vier hat, dann macht man daraus einen Cobblestone. Und dann habe ich hier noch so einen Wooden Hammer. Und wenn ich damit dann Blöcke abbaue, entstehen neue Blöcke. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cobblestone abbaue, müsste normalerweise ein Kies rauskommen, oder? Ein Kies war das? Genau, ein Kies, dann kommt Sand, dann kommt das raus. Das werdet ihr auch noch alles sehen, also für euch ist es gerade ein bisschen viel, denke ich mal. Für uns ist es auch natürlich viel, jetzt hier so viel am Anfang Neues zu haben, aber ich denke, man kriegt alles im Laufe der Zeit mit. Und wir haben ja unser öffnet mal alle euer Achievement-Buch, da können wir jetzt nämlich ein paar Sachen abhaken, nämlich... Use the Crock on Leaves to get Saplings and a Silkworm haben wir. Make Dirt by composting Saplings in a Oak Wood haben wir auch. Use with a Silkworm auch. Yes, of course. Use a Crock on infested leaves to get Strings haben wir auch. Dann geht auf die nächste Seite. Use a Crock haben wir auch. Craft Seas, yes. Collect Rainwater in a Oak Barrel, yes, haben wir auch. Und jetzt kommen wir nämlich zu Craft Cobblestone from the... Use a Hammer to turn Cobble into Gravel haben wir auch schon. Genau, ich habe jetzt hier in Erdeblock... Also hast du schon gemacht? Ich sieb das Ganze jetzt mal, Moment, so. Okay, haben wir schon Cobblestone haben wir. Mein Gott, warte, ich habe Grass Seeds bekommen. Aus der Erde. Man kommt alles Mögliche dabei raus. Ja, man kann überall... Was können bekommen. Wir später, glaube ich, einen Grasblock machen, ja? Ja. Heißt, wir haben jetzt zwei Seiten schon mal abgeschlossen, Leute. This is very nice, of course, yes. My English is very good. This is the yellow from the egg, yes. Wir spielen hier aber Minecraft Level Up. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier auch noch einen Wurm. Warte, ich setze mal hier rein, wenn wir eh schon einen Baum haben, okay? Ja, mach mal. Ich habe zwei Würmchen, die behalte ich. Geht kein Wurm von davon her. Das sind meine Wurmis. Du bist ein Psychopath. Der Würmergott ist Nilo. Doch, auf jeden Fall, wie kann man sich ein Frame machen, also ein Bilderrahmen? Ich glaube mit einem String und außenrum Leder. Das will ich jetzt wissen. Frame. Warte, der normale Frame brauche ich. Warte. Da ist so mega krasse Frames. Den normalen Frame haben. Frame. So. So, perfekt. Also wie gesagt, das hier sind so Poster. Wenn wir hier zum Beispiel so Saplings reinpacken, dann... füllt sich der ganze Stand hier. Dann dauert das so ein bisschen wie hier. Oh, das ist noch gar nicht voll, oder? Nee, man braucht ein Leder dafür. Und. Achso, das ist schon fertig. Ah, genau. Okay, genau. Auf jeden Fall packe ich das hier jetzt hier in Sieb. Und Sieb ist, und was bekomme ich raus? Zwei Stone-Dinger. Kann ich mir erstmal Cobblestone machen. Und dann kann ich die auch gleich weiterverarbeiten. Nice. Man kann auch einen Wurmi braten, aber das macht keiner von euch. Das wär zu brutal. Ach, was? Okay. Ja, okay, auf, du würdest zu lachen, ich hab mir Angst.
Zack. Ich würde es tun. Okay. Hey Leute, ich brauche Holz, ohne Witz. Das Dinger müssen wir dann wieder hier reinpacken. Hä? Kam das denn jetzt ich raus? Ah, okay. Ich habe einen Blaze Powder bekommen. Nice. Nice. Haben wir schon eine Kiste? Nice. Nee, ich mach mal schnell. Das ist very nice, of course, yes. Kennt ihr die Leute, die so kein Englisch sprechen? Vor allem so meistens Streamer und dann so auf Englisch halt streamen wollen, dann nur so yes, of course, so die Basics halt können. Ich finde das einfach so mega witzig, deswegen mache ich auch gerade dieses yes, of course, yes, yes und betone es auch extra so extravagant, was einfach mega witzig ist, wenn man den Leuten einfach zuhört. Ja, yeah, my English is the best from the egg, the yellow from the egg. Oh, ich habe schon 4 Würmchen, ey. Ich bin der Wurmmeister. Leute. Du hast meinen Wurm aufgefangen. Oh, er bändigt seine Würmer. Okay, der Wurmbändiger. Ja, bitte kriegst du noch ein paar Würmchen. Hast du ja noch nicht, hast du noch nicht genug davon, müssen ja, Wurmi. Das ist ein richtig kleiner Wurm, brauchst du einen, okay. Wurmi. Meine Würmer, die sind alle mein Schatz. So, oh, ich hab einen Apfel, ein Apple, yes, Apple, mein Englisch ist gut. Okay, es reicht. Warte, ich warte, bis es dort rauskommt, dann kann ich es auch mal meinen Zuschauern zeigen. Warte, yes. Habt ihr es gerade rausgenommen? Also dort ist ich hab nur Wasser drin, Nilo. Ah, da hinten. Dort ist nur die Wasserseite. Also, wir haben sozusagen jetzt aus dem Kompost. Wie gesagt, Kompost tun wir mit Eichensetzung und allem möglichen. Wir können sogar einen Wurm hier reintun. Ist halt alles so bio, sagen wir mal. Hey, warte mal. Ist dann der Kompost dann nicht schneller, wenn ein Wurm drin ist? Nein. Nicht? Nee. Macht sogar weniger. Nee. Also, Saplings machen richtig viel. Okay. Jetzt haben wir sozusagen das Dirt aus dem Kompost, aus dem Biozeug. Jetzt haben wir sozusagen, ein Dirt. Das tun wir sozusagen in die. Was ist gerade zu dunkel? Oh nein, ich sehe nicht. Ja, genau. In den Sieb rein, den wir uns gecraft haben. Da klicken wir ein paar Mal drauf. Zack, 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 zack. Und daraus bekommen wir jetzt Steine. Wir haben zum Glück 4 kleine Stones bekommen. Die kleinen Stones kommen jetzt zusammen zu einem Cobblestone machen. So, jetzt müssen wir aber natürlich auch noch ein Gerät machen, um den zu zerschlagen mit einer normalen Pickaxe. Wenn wir sozusagen den Cobblestone wieder bekommen. Aber wir müssen sozusagen klein malen, würde ich es mal nennen. Und deswegen machen wir uns jetzt einen Hammer. Zack, zack. Ja, deshalb baut er sich jetzt ein der Gerät. Der Gerät ist so gut. Mit der Gerät baut der Cobblestone ab. Genau, jetzt machen wir den Cobblestone einmal zermalen, wir sozusagen. Jetzt kommt da gleich Gravel raus. Den Gravel setzen wir wieder hin. Den zermalen wir wieder. Dann kommt Sand raus. Den Sand setzen wir wieder hin und zermalen. Dann kommt das draußen wieder in den Sieb reinstecken. Und so arbeiten wir sozusagen. Das ist unser Arbeitsschritt, den wir jetzt öfters mal machen müssen. Genau. Denn aus diesem Dust jetzt hast du Redstone bekommen, nice. Wir haben Carrot Seeds auch bekommen, also man bekommt sehr viele, ja man bekommt auch Seeds und sowas, also man kann auch halt gute Sachen bekommen. Aber was wir auf jeden Fall bauen sind, Leute, was habt ihr jetzt für einen Erfolg bekommen? Er hat irgendwas mit, ja. Hey, warte mal, dann, okay, time to farm, weil du gerade irgendwas gesagt hast mit Karotten, dann können wir die hier anpflanzen. Ja, das Ding ist halt, ja, wir haben kein Wasser. Aber hier ist Wasser. Ja. Geht das nicht, ja, wenn daneben dann Dingsblock ist? Geht das weiß nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Ding ist halt, wir müssen jetzt, das ist ja genau das, was ich meine, mit dem Dust kriegen wir nämlich auch kleine Erzstückchen raus. Die kann man zusammensetzen, braten, dann kriegt man einen Bahn raus. Und wir brauchen halt Eisenstückchen, dass wir einen Eisenbahn dann zusammenbekommen. Mhm. Und dann somit dann einen Eimer machen können und dann das Wasser und das Lava dann filtern können. Also es ist eine lange Prozedur. Deswegen man muss wirklich hier von 0 auf 100 arbeiten, meine Freunde. So. Ja. Und deswegen finde ich auch, dass der Name einfach perfekt passt, weil wir leveln uns hier quasi hoch, sind auf Level 0 und dann, werden wir immer besser. Immer besser werden wir, immer besser. Außer ich schlachte euch vorher mit meinem dicken Hammer. Alter, was ist hier für ein Baum gewachsen? Oh Leute, es ist so dunkel. Ja, warte, ich mach gleich Fackeln. Wie machst du für einen Fackeln, hä? Ja, ich wollte gerade sagen, hä, wie mache ich die denn? Aber nee, das geht ja dann, wenn ich, genug Steine habe, dann kann ich einen Ofen machen und dann funktioniert Holzkohle, gell? Ja, genau. Holzkohle kann man auch Fackeln machen, geht's echt? Ja, also müsste ja gehen, oder Gaurk? Oder, gell? Holzkohle, klar. Aus Holzkohle kann man alles machen, was man will. Ja. Holzkohle. So, Moment. Holzkohle. Wenn Sie wissen, Asial an Holzkohle. Holzkohle. Holzkolle. Holzkolle, ist nicht cool, Digga. Alter, pass bitte auf, Doggy, bitte. Ja. Bitte oder, auf, warte, da ist ein Wurm, da ist ein Wurm für dich. Am Boden, siehst du ihn? Ja, hast du ihn? Oh, nee, es war kein Wurm, es war ein Zeppelin. Aber da fehlt doch ein... Ach, ich hab ihn, warte, ich lass ihn dir fallen, hier. Nilo, fang ihn! Oh mein Gott, er ist wirklich gestorben. Ich mach eine Wurmarmee, meine Freunde. Hallöchen, meine Würmer, da draußen. Leute, ich werde mir so einen fetten Palast dann bauen, aus Diamantblöcken.
bin einfach zu behindert. Egal. Ach, Diamantblöcke. Wo schaust du die ganze Zeit drauf? Gauk, du schaust die ganze Zeit in die Luft. Gauk, plant, ja, nee, nee, ich schau gerade nebenbei in den Büchern rum, wie ich später so ein Dings baue. Attentat, ja, eine Bombe, ja, ja, ich kenn's schon. Oha, ja. Oh, also ich hätte fast den Fuß, den Boden und den Füßen weggebaut, Doggy, pass auf, weil ich baue ein bisschen das Holz auf den Seiten ab. Dankeschön, Nilo, dass du mich vernichten wolltest. Kein Problem. Ich baue mal die Fackel woanders hin, hier ist einfach. Ich baue die mal hier hin. Jo, mach mal. So. Nice, ich hab schon wieder einen Wurm hier, Nilo. Take this shit. Wurmi! Leute, ich liebe meine Würmer. Es ist einfach unglaublich. So, das hier habe ich jetzt alles mal weg. Also in der Hand noch so auf und ab geht, so eine Ziehharmonika. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Item-Frame, also ein Frame-Rahmen. Ja, was möchtest du denn da reinpacken? Ein Wurm oder was? Ja, den will ich umbenennen mit einem Name-Tag und dann Wurmi nennen. Ach so. Und Nametag kann man nämlich durch Lucky Blocks auch bekommen. Heißt, wenn wir einen guten Lucky Block bekommen, welchen Nametag? Und wenn ich einen Nametag hab, dann habe ich das fertig, weißt? Okay, ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht. Nee, nee, alles in Ordnung hier. So. Hä, wo sind die ganzen Oak Barrels hin? What the fuck? Hier, zack. Für Erde. Für Kompost, ja, hier ist noch eine mehr da. Ja, die hat. Ja, ich baue das gleich mal, ich muss das gleich mal eben umbauen. Habt ihr vielleicht was zum Fresschen? Ich hab zwei Äpfel. Was? Hier, bitteschön. Natürlich könntest du einen Wurm braten, aber. Nein, wir haben nicht meinen Ofen, du Affe. Ja, aber bald. Ja, lass uns jetzt wirklich. Wie er so redet, aber bald. Wieso, als würde er. Er will die Würmer tot sehen. Nein, die Würmer werden nicht sterben. Ich werde die Würmer nicht aufgeben. Bist du drauf? Ja, ich bin drauf. Wurmi, jetzt tue ich so einen Wurm in Sieb rein und dann wird er zermahlen in so kleine Stückchen. Boah, das Makro ist einfach so praktisch, um einfach hier die ganze Zeit zu jumpen. Yeah. Jo, nicht in den Baum, nicht in den Baum, nicht in den Baum. Omi ist gut. Omi ist gut. Omi ist gut. Omi ist gut. Omi ist gut, ja, genau. Die ist immer. Immer gut. Mit der Crocker bauen, denn ich brauche Würmer. Tschatsch. So, Moment. Was? Dann hier rein. Schön alles voll. Ich habe Omi, glaube ich, gerade bekommen. Glaube ich. Ach du, schon so viele, Nilo. Ohne Witz, jetzt wird echt mal Zeit, um sich davon zu trennen. Nein, ich zähle mich nicht mehr von meinen Würmern. Nee, wird Zeit. Tschüss, Nilo. Nee, ja, Nilo. Das Wurmi-Shirt, Leute. Ja, ohne Witz, irgendwann, wenn du schläfst, dann töten wir deine Wurmis. Alter. Ich sehe schon Nilos Merchandise kommen. Wurmi, ich bin immer bei dir. So, ich und Wurmi, Leute. Wollt ihr das haben? Wollt ihr Merchandise von Wurmi mir haben? Schreibt es in die Kommentare. Doch. Ich würde es voll feiern, einfach so ein Wurmi-Shirt. Glaubst du, SpongeBob hat die Rechte drauf auf diesen einen Wurmi da? Und das Bild vom Wurmi? Naja, nicht. Wenn du den, ich glaube, so ein bisschen abänderst, soll das kein Problem sein. Nee, mit so einem Cowboy-Hut oder so. Oder einfach so ein Schnauzer. Nee, ist nicht der gleiche. Ein Schnauzer. Sieht man doch, oder? Der Nicht-Wurm ist es dann. Der Nicht-Wurm, Leute. Oh, Alter, er klaut mir die ganze Zeit die Erde, du. Nein, die hab ich angepflanzt und ich genommen. So, hab jetzt zwei kleine Steine bekommen. Seit wann macht man das denn? Okay, die Erde, die beiden Erde gehören mir, aber hier und einmal hier. Ja, warte ich. Beide dann. Oha, Nilo, du Kleiner. Beide gehören mir, aber du selbst eine Oak Barrel, du Drecksack. Die hab ich hier platziert, die hier. Wir greifen uns schon gegenseitig an im Track, wo wir uns beide umbringen. Nee, das geht zu weit. Alter Gauk, diese Versuchung, nein. Du darfst es noch, nicht, darfst du ihn schubsen. Ich weiß, dass irgendwann, vor allem mit einem Herz, ist man ja auch schon mit einem Holzschwert tot, ne? Ja, und einer zum Beispiel hier gerade einen Baum abhacken oder so und einer dazwischen, bevor ich mit der Holzachse tot. Passt echt auf, wie er läuft und so. Wenn einer Baum abbaut, am besten nicht zu zweit sein, weil vorhin hat mich Doggy fast umgebracht. Ja, selber schuld, wenn du mir ins Messer läufst. So, okay, wir haben echt schon wieder 14 Minuten Aufnahme, ey, Leute. Das geht so schnell. Es geht einfach. Crazy. Wir sind halt richtig produktiv. Jetzt sterbe ich gleich wieder. So. Okay. Genau, zwei Dirty tue ich jetzt noch schnell zermalen in meinem Part, noch schnell. Oh, hä, wo ist der Sieg da? Jetzt mal 1000. Die mache ich noch schnell fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will das umsetzen.
Och, hab nur, okay. Seht ihr, ich hab nur 5 jetzt bekommen. Das ist auch okay, wir sind auch okay. Body einfach wieder hin. Also hab dabei noch Fruit Seeds und Gras Seeds und Weizkörner und sowas hab ich jetzt bekommen, aber dafür halt nur 5 von den Stones, also obwohl ich 2 Erde dran getan habe. Achso, warte, hast du noch ein so ein Stone-Ding? Ja, ein Stone. Ja, dann gib mir das mal, weil, ja, okay, danke schön. Perfekt. Die du einfach manchmal weg ist. Die bin ich weg. Oh, cool. Ja, mal manchmal ganz kurz so. Echt jetzt? Weg. Abgehackt oder wie? Ja, manchmal ach, bist du einfach nicht da. Hä, wie ja, jetzt? Ja, man sitzt dein Hirn aus einfach. Ja genau. Ach so, ich denke nicht mehr mit, oder wie? Ja, man hört dich halt einfach nicht. Er hat noch ein bisschen Holz, Doggy? Ja. Aber an euch oder so, oder irgendwie. Die Hälfte. Nee, ist okay. Ist es schlimm, oder? Nee. Leute? Kann man sich dazu denken. Also es ist nicht so krass, also okay, gut. Weil sonst, ich ändere es im nächsten Part, dann muss ich mein Teamspeak-Empfindlichkeit noch ein bisschen höher stellen, dann hört man mich noch besser. Also ich dachte, das Wasser wäre weg. Ja gut, dann haben wir 15 Minuten Aufnahme. Wer will die Abmoderation machen von euch beiden? Keiner meldet sich. Alles da. Alles gleich. Ich komme halt immer so blöd vorbei. Warte, ich beende es. Alles klar, ciao.